Die Wetterlage wird sich pünktlich zum Wochenende umstellen. Da schauen wir jetzt genauer drauf. Ich grüße euch zu einem Wetterextra hier bei Kachelmann Wetter. Zunächst wird uns aber noch am heutigen Mittwoch und auch am Donnerstag eine recht wechselhafte Westwetterlage bevorstehen. Regen, Regenschauer, einzelne Gewitter und auch mal stärkerer Wind wird Thema sein, aber dann schon im Süden zumindest am Freitag wird sich die Wetterlage bzw. die Umstellung dann schon bemerkbar machen. Wir sehen das hier für Freitag auf einer Vorhersagekarte für 15 Uhr. Große Unterschiede sozusagen. Im Süden schon mehr Sonnenschein. Hier kann es auch schon bis zu 20 Grad am Oberrhein geben. Hier wird schon die wärmere Luft auch ankommen. Und dann aber, wir sehen es weiter nach Norddeutschland, da wird man davon noch nichts merken. Da wird es eben noch unbeständig bleiben. Viele Wolken, auch immer mal wieder etwas Regen geben. Wir schauen dann weiter Richtung Wochenende. Da sehen wir zunächst mal die Wetterlage. Es wird sich eine typische Südwest-Wetterlage einstellen zwischen dieser Hochdruckzone und dann dieser Tiefdruckzone, die weit ausgreift auf dem Atlantik nach Süden. Da stellt sich eben diese südwestliche Strömung ein, mit der diese deutlich wärmere Luft dann auch am Sonntag bis nach Norddeutschland verfrachtet wird. Schauen wir einen ersten Blick auf das Wochenende, wie es sich momentan nach den Wettermodellen präsentiert, sehen wir am Samstag eben, dass der Norden weiterhin noch warten muss. Hier schleift immer noch diese Tiefdruckzone, immer noch ein Tiefausläufer, dichte Wolken, Regen. Je weiter man aber nach Süden kommt, desto besser setzt sich schon die Sonne durch. Es wird auch trocken bleiben dann Richtung Landesmitte und die wärmere Luft wird auch hier schon ankommen. Im Süden einfach nur Sonnenschein und hier können schon bis zu 25 Grad erreicht werden. Also im Süden dann schon, ja, schon fast schon spätsommerlich, könnte man sagen. Das Wetter dann in Süddeutschland. Schauen wir weiter auf den Sonntag. Da wird diese wärmere Luft auch Norddeutschland dann erreichen. Aber wir sehen auch, man hatte das auch auf der Luftdruckkarte gesehen, das Tiefdruckgebiet ist dem Nordwesten ziemlich nah. Und hier simulieren dann doch einige Wettermodelle, dass vor allem so zwischen den Niederlanden und Schleswig-Holstein, so im Bereich der Nordsee, doch auch dichtere Wolken mit Regenschauern und einzelnen Gewittern durchziehen können. Das sind natürlich nur ein paar Kilometer, die entscheiden, ob das Ganze nordwestlich von Deutschland bleibt oder dann eben den Nordwesten erfassen wird. Noch ein paar Unterschiede klären wir am Freitag dann nochmal genauer im Wochenendwetter. Jedenfalls sehen wir, sonst viel Sonnenschein wird es geben, ein paar Quellwolken im Tagesverlauf oder auch mal Schleierwolken, die durchziehen. Ansonsten die Temperaturen ziehen deutlich an, auch weiter nach Norden eben. Verbreitet dann so 20 bis 25 Grad. Hier und da, vor allem wo es so von den Mittelgebirgen mit diesem südlichen Wind mal runterföhnt, können auch durchaus eben mal 26, 27 Grad örtlich erreicht werden. In den meisten Fällen wird sich das so zwischen 22 und 25 Grad abspielen. Aber im Grunde am Nachmittag wird es verbreitet dann doch für die Jahreszeit ungewöhnlich warm werden. Wir schauen, wie gesagt, am Freitag nochmal genauer aufs Wochenendwetter. Wahrscheinlich nur vorübergehend. Eine Kaltfront folgt wahrscheinlich dann schon am Montag. Aber wie gesagt, das klären wir in den nächsten Videos. Ich wünsche euch erstmal eine gute Restwoche. Bis dann und ciao.